grüß Gott zusammen, hier bei Akigraphie Live. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin gerade an der Bildbearbeitung und habe mir gedacht, ich mache aus diesem Thema, das mich gerade beschäftigt, gedanklich, während ich Bild bearbeite, eine Folge für euch. Und zwar, wir müssen uns mal über eine Sache im Klaren sein. Wir Fotografen stehen mittlerweile in Konkurrenz. Da standen wir schon immer, aber jetzt stehen wir vor allem in Konkurrenz zu all denen, die keine Fotokamera brauchen, nämlich ihr Handy. Und das ist jetzt keine Handy-Bash-Folge. Versteht das bitte richtig, was ich einfach nur feststelle, und ich denke, das ist euch mittlerweile auch schon aufgefallen, auf den sozialen Netzwerken, wo wir uns als Fotografen nun mal leider auch ständig präsentieren müssen, weil es sonst kaum noch Alternativen gibt, werden Bilder gepostet, da wird weder auf das Licht, noch auf den Hintergrund, noch auf die Bildkomposition, noch auf irgendwelche fotografischen Aspekte Wert gelegt. Da wird einfach Selbstdarstellung betrieben. Das kann man ja machen. Wie gesagt, es ist kein Internet- oder soziales Netzwerke-Bashing, sondern es ist einfach nur eine Feststellung, wo wir Fotografen uns abheben können davon. Und wenn jetzt gefühlt von 10 Fotos mittlerweile 9 diese Knipsereien sind, wo, wie gesagt, auf keinerlei von diesen Dingen geachtet werden, dann muss ich sagen, müssen wir uns mal an das erinnern, was wir sind. Fotografen, und wir haben Gandalfs Magie. Wir können mit unserer Fotokamera und unserem Objektiv bei Offenblende fantastische, weich gestaltete Hintergründe machen. Und wir können natürlich auch das Licht viel besser kontrollieren. Jetzt haben wir aber ein kleines Problemchen, denn leider, trotz dass wir Fotografen sind, sind diese beiden Dinge in der Idealkombination leider nicht immer gegeben. Das heißt, das Licht passt nicht immer. Und auch, und das ist eines der zentralen Punkte, die ich euch heute zeigen möchte, unser Objektiv oder die Kamera in Kombination erreicht diesen butterweichen Hintergrund nicht, weil das System einfach nicht dazu in der Lage ist. Und was mache ich dann? Und heute möchte ich euch einige Tricks zeigen in der Bildbearbeitung, wie wir das im Nachhinein wieder erreichen können. Auch die Bildbearbeitung ist etwas, das uns Fotografen ausmacht. Und jetzt Vorsicht, das ist keine Bildbearbeitungsfolge. Ich mache jetzt keinen riesen Photoshop-Workshop mit euch, denn das Thema kann schon ein bisschen komplexer werden. Ich zeige euch aber Herangehensweisen und Tipps und Tricks, wie ihr auch mit einfachen Reglerbewegungen schnell viel mehr Kontrast erzeugt und diesen plastischen, dreidimensionalen Effekt erzeugen könnt, der in der Fotografie halt nun mal Standard ist. Also, dann würde ich sagen, schauen wir uns zusammen gleich mal das erste Bild an. Ich zeige euch deswegen jetzt schon das final bearbeitete Bild hier, weil ich euch zeigen möchte, was wir Fotografen erreichen können. Wir können einen wunderschönen, weich gezeichneten Hintergrund hinbekommen. Wir können das Licht kontrollieren, das ist alles sehr schmeichelhaft. Und das Modell poppt regelrecht heraus aus der Szene. Und das liegt nicht einfach nur daran, dass es ein sehr attraktives Modell ist, das ist natürlich auch eine ganz wichtige Voraussetzung, sondern auch, dass das Licht und der Hintergrund entsprechend in Harmonie sind, sodass hier ein dreidimensionaler Effekt entsteht. Jetzt schauen wir uns aber mal das Original an und jetzt seht ihr genau diese Problemstellung. Denn bei diesem Fotoshooting war das Licht leider nicht optimal und mein Objektiv war bei diesem Abstand nicht in der Lage dazu, den Hintergrund weich zu zeichnen. Und Hintergrundweichzeichnung ist nun mal eine Geschichte, die können nur Objektive bei einer entsprechenden Telebrennweite und einer geöffneten Blende. Das war hier das Wildrock 56 mm bei 1.4, allerdings bei viel zu wenig Abstand, um diese Weichzeichnung im Hintergrund zu erreichen. Und das ist jetzt, damit steigen wir ein, auch das Problem, dass der Hintergrund sehr unruhig ist. So, und wenn ich jetzt im Nachhinein versuchen möchte, das in der Bildbearbeitung wieder zu fixen, dann muss ich Kontraste schaffen und Unterscheidungen erzeugen. Und das ist der Punkt, in dem ich jetzt zuallererst einmal Kontraste hervorhebe. Das könnt ihr in Lightroom allein mit dem Kontrastregler, mit dem Klarheitsregler machen oder ihr geht eben in die Korrekturen in Photoshop, in die Tonwerkkorrektur oder in die Gradationskurven. Was jetzt aber wichtig ist, warum haben wir hier so wenig Unterscheidung von Vorder- zu Hintergrund? Weil wir hier Farbstiche im Bild haben. Das Modell hat zwar eine Unterscheidbarkeit zum Hintergrund, weil die Farben im Hintergrund nicht auftauchen, indem das Modell erscheint, aber es ist sehr wirr für das Auge. Und das liegt oben an diesem grünen Bereich, das liegt an diesem blauen Bereich, hier vorne an dem Oberteil. Das sind einfach Dinge, die lenken den Blick ab. Also muss ich den Farbstich entfernen. Und auch das kann ich entweder in Photoshop machen oder auch in Adobe Camera Raw entsprechend den Regler nach unten ziehen, wenn hier ein Farbstich vorhanden ist. Ihr könnt auch mit dem Weißabgleich schaffen, je nachdem, was ihr für ein Ausgangsmaterial habt. Und jetzt, wenn wir uns nochmal anschauen, wie das Original war und wie das jetzt schon aussieht, und ich habe schon fast gar nichts gemacht,
außer so ein paar Regler bedient, haben wir schon eine wesentlich bessere Unterscheidbarkeit. Und jetzt kommt noch einen Punkt und dazu braucht ihr jetzt natürlich Photoshop. Für diejenigen, die nicht gern Bild bearbeiten, die müssen jetzt wegklicken, denn dazu gibt es keinen Trick für Lightroom oder für Adobe Camera Raw. Ich kann den Hintergrund jetzt weichzeichnen. Ich zeige euch, wie das dann aussieht. Das sieht dann so aus. Ich simuliere sozusagen einen 85 mm oder einfach eine hohe Telebrennweite. Und das geht, indem ich das Modell auswähle. Und das ist gar nicht so schwer. Und zwar, indem ich einfach nur sage Auswahl und Motiv. Und Photoshop macht das derart gut. Ich zeige euch hier einfach mal, was ausgewählt wurde. Und wenn ihr jetzt allein auch mal die Haare anschaut und die Kanten anschaut, das ist fast perfekt. Photoshop weiß sogar zu unterscheiden zwischen den feinsten Haarsträhnen und dem Vordergrund entsprechend in der Klamotte und so weiter an harten Kanten. Das ist einfach, aber den Haarsträhnen, da hat er so gut zugelegt. Photoshops KI ist mittlerweile fast schon beängstigend. Und wenn ich das jetzt im Hintergrund weichzeichnen möchte, muss ich nur die Auswahl verändern, indem ich sie nach außen 20 oder 30 Pixel erweitere, den Vordergrund, also das Modell, erstmal rauskopiere, den Hintergrund entsprechend weichzeichne mit Tilt-Shift und dann erreiche ich diesen Effekt. So, jetzt habe ich einen Haufen gesagt, wo ihr jetzt vielleicht nicht nachvollziehen könnt. Wenn ihr euch für diese Technik interessiert, schaut mal in meinen Workshop rein, Bokeh nachträglich erzeugen. Ich verlinke euch den hier unten oder eben in der Videobeschreibung. Das ist jetzt aber eine Geschichte, die müsst ihr nur bei solch einem Bild machen. Das muss nicht zwingend sein. Aber das erreicht nochmal diesen Effekt von Plastizität. Und wenn ihr jetzt in der finalen Bildbearbeitung einfach nochmal die Kontraste verstärkt, die Farben verstärkt, dann seht ihr eine richtig starke Unterscheidbarkeit im Vergleich zum Original. Ich zeige euch hier nochmal das Original und jetzt seht ihr schon, da ist eine massive Unterscheidbarkeit gegeben. Und das habt ihr jetzt nur in der Bildbearbeitung gemacht. So was wäre fotografisch leider nicht möglich gewesen. Wie gesagt, schaut mal in den Workshop rein, wenn ihr Bock habt, da gehe ich dann ganz detailliert auf die Weichzeichnung im Hintergrund ein. Das soll jetzt nicht so das große Thema sein, denn ich habe jetzt extra noch ein zweites Bild ausgewählt für euch, in dem dieser Hintergrund, die Weichzeichnung im Hintergrund nicht machbar ist oder nur mit wahnsinnig viel Aufwand. Und wenn ich das nicht möchte und wenn ich einfach nur sage, ey, das ist mir zu viel Arbeit oder zu viel Photoshop, was mache ich dann? Und da habe ich auch ein paar Tricks. Schauen wir uns mal das zweite Bild zusammen an. Bei diesem Foto zeige ich euch jetzt gleich das Original und nicht das final bearbeitete Bild. Denn wir müssen uns zuerst einmal anschauen, warum dieses Bild so schwierig ist für den Betrachter und halt einfach sich kaum unterscheidet zu einem normalen Handyfoto, obwohl hier so schöne Lichtstimmung da ist. Wir müssen das mal analysieren. Wir schauen erstmal, wie viele Elemente wir hier haben. Wir haben Geländer, wir haben Hintergrund, der sehr wirr und aufregend ist. Wir haben wahnsinnig viel Natur hier, also Grashalme und Sträuche und alles Mögliche. Und trotz, dass das Modell so schön da drin steht und sich auch schon allein dadurch unterscheidet, dass ein Hell-Dunkel-Kontrast gegeben ist und das Modell äußerst attraktiv ist, haben wir halt einfach nicht viel mehr als das, was auch ein Handy könnte. Das heißt, auch hier muss ich wieder auf die bewährte Taktik zurückgreifen, die Ausgleiche zu schaffen. Und jetzt muss ich aber in diesem Bild, das müsst ihr euch merken, wenn ihr solche aufregenden Bilder habt mit solchen vielen Details, ihr müsst beruhigen, ihr müsst den Betrachter dazu, also besser gesagt, das Auge beruhigen. Und das geht vor allem, indem ihr zuallererst einmal wieder den Kontrast herstellt. Das ist das, was ich euch beim ersten Bild gezeigt habe. Das heißt, ich habe jetzt hier wieder mit diesen Techniken das Modell stark betont und das Modell viel stärker herausstechen lassen. Das ist jetzt schon mal ein ganz, ganz großer Schritt. Und wenn ich jetzt sage, okay, und jetzt wenden wir unsere Technik an von Hintergrund weichzeichnen, dann würde das jetzt so aussehen. Das ist jetzt natürlich besser, weil der obere Teil des Modells viel besser zur Geltung kommt. Jetzt habe ich aber nur ein Problem, weil wenn wir uns jetzt mal im Detail anschauen, wo diese ganzen Grashalme und diese Bereiche aus diesen Sträuchern enden und wo sie anfangen, bekomme ich die Schärfeebene nicht mehr glaubhaft zurückmaskiert. Selbst wenn der Hintergrund besser ist, weil er jetzt einfach wesentlich ruhiger ist, ich habe hier einfach ein Bild, das sieht ein bisschen künstlich aus. Und an der Stelle, entweder ich mache jetzt einen Haufen Bildbearbeitung und ziehe wirklich Grashalm für Grashalm nach, denke ich, wird jeder von euch sagen, ey, nee, das geht nicht, das ist mir zu viel Aufwand, hier versagt die Technik. Und dann würde ich sagen, lass es uns anders machen. Und das ist das, was ich meine mit Ausgleichen und Beruhigen. Das heißt, wir machen die Störquellen zuallererst einmal ruhiger.
Was sind die Störquellen? Die Störquellen sind vor allem hier in diesem Bereich der Hintergrund im Bereich von der Natur, also von diesen Grashalmen und den Sträuchern. Wenn ich jetzt einfach nur die Sättigung runterfahre von diesem Grün, bekomme ich schon eine riesige Unterscheidbarkeit vom Modell zum Hintergrund oder von dem, was alles sonst noch zu sehen ist. Ich habe nur an der Sättigung gedreht, das könnt ihr auch in Lightroom machen. Das heißt jetzt aber auch, wenn ich das jetzt noch ein bisschen übertreibe, beziehungsweise mir überlege, was könnte ich denn noch tun, damit der Kontrast kräftiger wird, dann färbe ich jetzt diese gesamte Geschichte einfach ein. Das heißt, alles, was grün ist, wird jetzt schön herbstlich, beziehungsweise wird auch gülden und damit wird auch das Sonnenlicht irgendwo auch logischer und besser und schöner erklärbar in diesem Foto. Und jetzt kommt dieser Komplementärkontrast zu tragen. Das heißt, wir haben einen Grün-Cyan zu einem warmtonigen Bereich, das Komplementärkontrast. Wenn euch das Thema interessiert, schaut mal in die Folge rein, sehen, lernen über das Thema, warum Kontraste so wichtig sind. Und jetzt seht ihr schon, ich blende euch nochmal das Vorher-Nachher ein, wahnsinnig viel Unterscheidbarkeit. Und ihr habt nur ein bisschen was an den Farben gedreht und den Hintergrund aber nicht weich gezeichnet. Und wenn ihr das Ganze jetzt final macht, an der Stelle übrigens ein Tipp, wenn ihr das noch scharf zeichnet, scharf, bitte nur scharf zeichnen an den Stellen, wo auch der Betrachter hinschaut. Die Haare, die Augen, die Klamotte, Details am Modell, nicht am Hintergrund, zeichnet bitte nur an diesen Bereichen scharf. Dann habt ihr einen hohen Kontrast und eine starke Unterscheidbarkeit. Und das ist das, was ihr als Fotografen zwar vielleicht mal machen könnt, aber nur, wenn die Lichtverhältnisse und die Farbverhältnisse in diesem Bild bzw. in der Szene gegeben sind. So, Freunde, das war ein Haufen Stoff. Ich habe viel gelabert. Ich befürchte, dieses Video wird länger, als ich eigentlich vorhatte. Aber ich denke, ihr habt verstanden, was ich euch beibringen möchte. Ihr müsst euch über eine Sache im Klaren sein. Die beste Ausrüstung der Welt kann in solch einem Fall, wie ich jetzt hier bei diesem Bild gemacht habe, euch die Szene nicht mit einem weichen Hintergrund bescheren. Wenn ihr nicht genug Platz habt und trotzdem so ein tolles Objektiv habt wie ein 85mm oder sogar ein 135mm, dann geht das halt einfach nicht. Oder wenn ihr mit einem Objektiv unterwegs seid, das eine ganz schwache Anfangsblende hat, von vielleicht 5,6 oder 6,3 oder sowas, dann geht das auch nicht. Und was mache ich dann? Wie gesagt, den Hintergrund kann ich nicht weichzeichnen, weil ich so viel schaffen müsste im Photoshop. Das wäre ein Wahnsinn. Aber ich kann es allein mit Farben und Kontrasten machen. Dann seht ihr, was selbst in solch einem unruhigen Bild noch bei herauskommt. Und wenn ihr einen Hintergrund habt, der recht ruhig ist und mild ist, so wie beim ersten Foto, dann könnt ihr diese Hintergrundweichzeichnung nehmen, die ich euch in diesem Workshop vorstelle. Das sind jetzt zwei Tricks, die ich euch unbedingt habe zeigen wollen, mit denen ich immer wieder mal arbeite. Übrigens bei diesem Fotoshooting, zu diesem Fotoshooting gibt es ein riesiges Making-of und ein wahnsinns neues Thema in der nächsten Folge. Da freue ich mich auf euch und ich hoffe, ihr auch euch auf mich. Das war jetzt ein schwieriger deutscher Satz. Ciao, ciao. Euer Aki.